Der Fiat 500 ist eine echte Ikone, die unter anderem im letzten Jahr 60. Geburtstag gefeiert hat. Doch ganz wichtig ist, den Fiat 500, den gibt es nicht mehr alleine, denn der Fiat 500 ist eine Produktfamilie. Dazu gehört natürlich der 500er, der Cinquecento, aber auch der 500X oder der 500L. Was es jetzt neu gibt, sind die sogenannten Fiat 500 Mirror Modelle. Das ist ein Sondermodell, das jetzt nicht nur Apple CarPlay und Android Auto fürs Auto bietet, sondern darüber hinaus noch Mopar Gadgets mit dem sogenannten Mopar Connect System. Für mich Grund genug, mir die Familie einmal genauer anzuschauen. Das kleinste Modell der 500er Baureihe ist klar der Fiat 500. Mit nur 3,57 Meter Länge und 1,63 Meter Breite ist er der perfekte Flitzer für die Stadt. Das Raumangebot ist nicht großzügig, bietet aber zwei Erwachsenen mehr als ausreichend Platz. Und für kurze Strecken können es auch gerne mal vier Personen sein. Das Gepäckabteil des Kleinstwagens bietet zwischen 185 und maximal 550 Litern Stauvolumen. Im Laufe seiner 60-jährigen Geschichte hat sich der Fiat 500 zu einem modernen Fahrzeug gemausert. So bietet zum Beispiel der neue Fiat 500 Mirror eine Klimaanlage, ein Lederlenkrad mit Multifunktionstasten und natürlich das serienmäßige Entertainment-System Uconnect mit seinem 7 Zoll großen Touchscreen. Zudem zeichnet sich der 500er durch seine vielen Varianten aus. Es gibt ihn sowohl als Cabriolet wie auch als klassischen Dreitürer. Hinzu kommen diverse Sondermodelle und Ausstattungsvarianten wie zum Beispiel der besonders edle Fiat 500 Riva oder das Jubiläumsmodell Anniversario. Die Modellpalette des Fiat 500 umfasst vier Motorisierungen mit Leistungen zwischen 69 bis 105 PS. Neben mir steht Tim Schwirz. Tim ist einer der Produktmanager der Fiat 500 Familie. Tim, ich habe eine Frage. Und zwar, Fiat 500 war früher ganz klar Cinquecento, der kleine, knubbelige, spaßige Wagen. Jetzt gibt es aber mehr als den einen. Warum und welche gibt es? Naja, also wir wissen ja, der Fiat 500 hat ja eine sehr große Kundengruppe, sehr viele Kunden gewonnen, schon in den letzten 10 Jahren, in dem der neue 500 gebaut wird. Und das Ziel ist natürlich, diese Kundengruppe zu erweitern. Ja? Dieser 500 Lebensgefühl und das 500 Design, das ist ja in allen 500 Derivaten zu sehen ist, ja, auf neue Segmente, auf neue Kundengruppen auszuweiten und vielleicht auch die jungen, lifestyleigen 500-Kunden, ja, die vor 10 Jahren sich ein Fiat 500 gekauft haben und jetzt vielleicht Kinder schon bekommen haben, eine Familie haben, ein größeres Auto brauchen, eben für ein 500X oder 500L zu begeistern. Das heißt, wenn du das jetzt mal klassifizieren müsstest, welcher 500er ist für wen? Ja, der Fiat 500, das Original sozusagen, ist natürlich für die jüngere Zielgruppe, für die Singles, für natürlich vor allem auch Stadtbewohner, ja, die im Stadtverkehr zurechtfinden müssen. Der 500L, der dann als nächstes gelauncht worden ist, ist natürlich für die kleine Familie, für eine junge Familie. Wir haben ja da auch noch mal den 500L Cross, der dann auch schon wieder so ein bisschen ins Offroad geht oder auch über die Feldwege. Und der 500X ist dann natürlich das Offroad-Derivat, eben auch für leichteres Gelände oder dann mit Allradantrieb auch für etwas mehr Gelände. Ja, und beide Modelle, 500L wie X, natürlich für Leute, die ein größeres Platzangebot brauchen. Der Fiat 500X wirkt im Vergleich zum 500er deutlich erwachsener. Mit 4,25 Meter Länge und 1,80 Meter Breite ist er zudem deutlich geräumiger. Hinzu kommt, dass der 500X mit 350 bis 1000 Litern rund doppelt so viel Laderaum bietet wie sein kleiner Bruder. Auch bei den Antrieben gibt es hier mehr Varianten. Neben insgesamt 8 Motorisierungen von 95 bis 170 PS kann hier zudem zwischen Front- und Allradantrieb gewählt werden. Der 500L ist ein echtes Raumwunder.
Mit 4,24 Meter bzw. als 500L Wagon 4,38 Meter Länge und 1,78 Meter Breite bietet er nicht nur Platz für die ganze Familie. Auch der Kofferraum kann sich sehen lassen. So können hier je nach Modell und Sitzkonfiguration zwischen 412 und maximal 1784 Liter Stauraum genutzt werden. Hinzu kommt, dass man den 500L Wagon auf Wunsch auch als Siebensitzer bestellen kann. Fiat bietet für den stets mit Frontantrieb ausgelegten 500L sechs Motorisierungen mit Leistungen von 95 bis 120 PS an. Alle aktuellen Modelle der 500er Baureihe bieten mit Apple CarPlay und Android Auto bereits heute die Möglichkeit, das Smartphone mit dem Fahrzeug zu koppeln. Doch die neuen Mirror-Modelle haben zudem den Service Mopar Connect an Bord. Das Mopar Connect-System bietet unterschiedliche Möglichkeiten hier über die App, mit der man das Ganze steuert. Wir haben hier drei unterschiedliche Bereiche. Zum Beispiel haben wir hier My Assistant. Dabei geht es einfach mal darum, Hilfe zu holen bei einem Unfall oder Hilfe zu holen bei einem Problem mit dem Auto. Aber ganz wichtig, das warnt zum Beispiel auch, wenn das Fahrzeug bewegt wird, obwohl es abgeschlossen ist. Also das heißt, wenn ein möglicher Diebstahl vorliegt. Hier sind zusätzlich auch automatisierte Funktionen hinterlegt, zum Beispiel im Falle eines Unfalls, dass auch Hilfe kommt. Wenn wir uns den anderen Bereich anschauen, das ist hier My Remote Control. Hier habe ich die Möglichkeit, quasi mein Auto fernzusteuern. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel das Fahrzeug von außen auf- oder zuschließen. Also den Wagen quasi fernbedienen, finde ich ganz praktisch. Vor allem, wenn man das Auto irgendwo abgestellt hat, sich nicht sicher ist, ist das Auto zu oder offen, kann man es hierüber zum Beispiel nochmal verschließen. Dann haben wir noch einen Bereich My Car. Das ist quasi so ein Status des Fahrzeugs. Hier haben wir zum Beispiel Informationen hinterlegt über die aktuelle Außentemperatur. Wir kriegen Informationen über den Füllstand des Tanks, also die Restreichweite vom Fahrzeug und zum Beispiel auch über den Reifendruck. Wichtig bei diesem Service ist, den gibt es im Standard bei den Mirror-Modellen ab Werk. Der ist 12 Monate kostenlos. Danach kann man ihn verlängern, dann wird es aber kostenpflichtig. Wie wir gesehen haben, gibt es bei der Fiat 500er Familie für fast jeden Wunsch das passende Auto. Wir haben den klassischen Fiat 500, der einfach sehr lifestyleig daherkommt, einfach ein nettes Auto ist. Wir haben aber auch den 500X, der bietet ein bisschen mehr Platz und vor allen Dingen auch gewisse Offroad-Qualitäten. Und dann gibt es noch den 500L, der einfach viel Platz für ein kleines Auto bietet und somit eigentlich ideal ist für zum Beispiel die junge Familie oder Menschen mit ausgedehntem Freizeitwunsch. Außerdem hat Fiat jetzt diese Mirror-Modelle bei dem 500er eingeführt, weil man eben sagt, gerade die 500er-Baureihe wird von jungen Menschen gefahren und die haben halt ein besonders hohes Interesse an Mobilität und vor allen Dingen an Konnektivität im Fahrzeug. Es wird diese Dienste sicherlich aber später auch in anderen Fahrzeugen geben. Was ich ganz spannend finde, ist, dass wir jetzt durch diese Mopar-Dienste hier zusätzlich die Möglichkeit haben, mit dem Smartphone und dem Fahrzeug noch stärker zu interagieren. Und das ist sicherlich in diesem Segment und vor allen Dingen auch in diesem Preissegment nicht üblich.